Der Monsterschwamm. Fass mit an. Ich weiß, was du meinst, Killer. Also ich wohne hier ja auch nicht jetzt. Ach komm, du weißt doch, dass die alte Wohnung zu klein war. Gib deinem neuen Zuhause eine Chance. Hallo, Carlo. Wolltest du uns etwas helfen? Nein, aber ich tue es. Wisst ihr, wie lange ich hierher gebraucht habe? 8 Minuten und 46 Sekunden. Siehst du, wir haben praktisch noch dieselben Nachbarn. Komm mit, Killer. Na los. Alle waren begeistert, dass wir in das neue Haus gezogen sind. Das heißt, alle außer mir. Gib her, Liebling. Ach, Killer. Ich hol ihn, Mom. Komm her, Killer. Ich hatte so eine Vorahnung, dass irgendetwas Schlimmes passieren würde. Und wisst ihr was? Ich hatte recht. Killer? Killer, was ist denn mit dir los? Komm schon, raus hier. So ist gut. Ab mit dir. Hört auf meinen Rat. Wenn euer Hund anfängt zu winseln, weil er irgendwas entdeckt hat und ihr wollt nachsehen, was es ist, seid bloß vorsichtig. Ah, ein Kätzchen. Kate hatte sich eine Taschenlampe geschnappt und war auf allen Vieren in den Unterschrank der Spüle gekrochen, wo sie das verängstigte Tier vermutete. Hatte das Mädchen nun Halluzinationen? Oder war der Schwamm tatsächlich lebendig? Was ist denn passiert? Das Ding, da ist lebt! Kate, sag nicht, dass du Angst vor einem Schwamm hast. Verschwinde! Deswegen hat sich Killer auch so eigenartig verhalten. Dieses Ding hat Augen. Das ist ein normaler Schwamm. Das waren wahrscheinlich nur Lichtreflexe oder sowas. Oh, mein Gesicht. Das hat mir damals meine Mutter geschenkt. Bring sofort den Hund hier raus. Komm mit, Killer. Tut mir leid. So gut. Kate war gerade dabei, sich bettfertig zu machen und bemerkte nicht, wie sich dem Badezimmer unbemerkt eine Kreatur näherte. Das Mädchen bekam einen gehörigen Schrecken, als sie das kleine, hässliche Monster vor sich auf der Spiegelablage erblickte. Vor Entsetzen stieß sie das Zahnputzglas beiseite, das krachend zu Boden fiel und in Scherben ging. Pass auf! Ah, mein Fuß! Es war
einem Unfall. Ich hatte mir gerade das Gesicht gewaschen und ich wollte nach einem Handtuch greifen und da war es wieder. Wer war da? Dieses Schwammmonster. Ich weiß auch nicht, wie es hergekommen ist. Aber es hat da gesessen und mich angestarrt. Katrina, bitte, das ist jetzt wirklich nicht mehr komisch. Ich schwöre, es hat da gesessen. Kate, bitte, hol einen Besen und feg die Scherben auf. Und pass auf, dass du dich nicht schneidest. Das muss genäht werden, richtig? Wohl kaum. Die erste Nacht im neuen Zuhause war wohlbehalten überstanden. Doch während dieser Zeit musste sich etwas Unerklärliches abgespielt haben. Hey, wie wär's mit einem anständigen Frühstück? Aber auf einer kalten Pizza sind alle wichtigen Nahrungsmittel drauf. Ja, auf deinem Gesicht auch. Geh und hol dir Cornflakes, ja? Achtung, Papierhandtuch mit Augen. Sehr witzig. Ich suche Killer. Hat ihn jemand gesehen? Ist er nicht in deinem Zimmer? Er hat bei mir geschlafen, aber heute Morgen war er nicht da. Hast du ihn gesehen, Danny? Nein. Ich nehme nachher das Fahrrad und werde die Gegend absuchen. Er ist noch nie einfach so weggelaufen. Die Pechsträhne hatte angefangen und ich hatte das Gefühl, dass sie noch lange nicht vorbei war. Erst ist das Geschirr meiner Mutter kaputt gegangen. Dann hat sich mein Bruder den Fuß aufgeschnitten. Und dann ist auch noch mein Hund verschwunden. Was kommt wohl als nächstes? Alle bremsen! Das war der Beweis. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Kates kleiner Bruder Daniel und sein Freund Carlo verfolgten schaurig vergnügt im Fernsehen einen Monsterfilm. Als Kate das Wohnzimmer betrat, nachdem sie vergeblich ihren Schäferhund Killer gesucht hatte, schenkten die beiden Jungen ihr kaum Aufmerksamkeit. Oh, Angst? Nein. Ist was passiert? Nichts, ich bin vom Fahrrad gefallen. Ach so. Alles geht schief. Ist Killer zurückgekommen? Nein, der ruft gerade im Tierheim an. Hier stimmt was nicht. Das hat mit dem Schwamm zu tun. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl. Jetzt geht das schon wieder los. Angriff der Killerschwämme. Ist doch wahr. Seit wir diesen dämlichen Schwamm gefunden haben, haben wir nichts als Pech, oder? Zum ersten Mal bekamen jetzt auch Daniel und Carlo das kleine Monster zu Gesicht, welches bisher nur in Kates Einbildung zu existieren schien. Es hatte ein triefendes Maul mit vielen kleinen, messerscharfen Zähnen und schaurig leuchtenden Augen. Ah, schafft den Schwamm hier raus! Seht ihr, was habe ich euch gesagt, hä? Das ist besser als Akte X. Was willst du jetzt machen? Dieses Ding ein für alle Mal entsorgen. Und wenn das eine neue Lebensform ist oder so, wird sie jetzt gleich aussterben. Dieser Schwamm ist ein wissenschaftliches Wunder. Er muss untersucht werden. Nein, er muss vernichtet werden. Hey, ich bitte dich im Namen der Wissenschaft, tu es nicht. Du hast recht, vergiss die Wissenschaft. Dieser blöde Schwamm. Sag dir wohl, Schwämmchen. Von nun an, Schwämmchen, wird sich manches ändern. In gewisser Weise hatte ich recht. Unsere Pechsträhne wurde noch schlimmer. Du wirst dich noch erkälten. Na komm, Zeit ins Bett zu gehen. Killer ist noch nicht zurück. Nein, aber er kommt wieder. Hoffentlich.
hoffe ich wenigstens. Denn eigentlich müsste meine Peitschträne zu Ende sein. Komm jetzt rein. Die Kinder hatten den Monsterschwamm zwar tief im Garten vergraben, aber der Spuk war damit lange noch nicht zu Ende. Was ist denn hier passiert? Die Pflanzen gehen ein. Mit bloßen Händen gruben Kate und ihr großer Bruder Daniel die feuchte Erde auf, in der sie den Monsterschwamm begraben hatten. Kate, was soll das bedeuten? Was denkst du? Tatsächlich, die seltsame Kreatur war immer noch am Leben. Und was machen wir damit? Wir brauchen einen Experten. Wir nehmen ihn mit in die Schule. Bestimmt kann uns Mrs. Wenderhoff helfen. Ah ja. Wie ich vermutet hatte. Es ist ein Schwamm. Das weiß ich auch. Aber was ist das für eine Sorte? Die Gartenvariante des einfachen Küchenschwamms, wie man hieran erkennen kann. Das Ding ist abartig. Es hat Augen und eklige Zähne. Augen? Schwämme können keine Augen haben. Na, aber wenn es nun gar kein Schwamm ist, immer wenn es irgendwo auftaucht, passiert etwas Schreckliches. Bitte, Mrs. Wenderhoff, könnten Sie ihn nicht einfach untersuchen? Sezieren Sie ihn doch bitte. Bitte. Komm morgen nach den Schularbeiten zu mir. Hm? Danke, Mrs. Wenderhoff. Ach, Mrs. Wenderhoff? Mhm. Bitte achten Sie immer darauf, dass er im Käfig eingeschlossen ist. Viel Spaß! Die Sache wurde immer unheimlicher. Und wenn ich das sage, meine ich es auch so. Enzyklopädie des Übernatürlichen? Da ist von dir bestimmt auch ein Bild drin. Und habt ihr was gefunden? Ja! Hier steht, dass dein blödes Schwammmonster ein Ghoul ist. Ein Ghoul? Was ist ein Ghoul? Der Ghoul ist ein Fabelwesen, der seinem momentanen Besitzer Unglück bringt. Deswegen auch die Pechsträhne. Das Schlimme daran ist, dass er sich davon ernährt. Je mehr Unglück er produziert, desto größer wird er. Tja, das erklärt auch all die Unfälle. Und? Was tötet ihn? Nichts. Das glaubt ihr doch nicht, oder? So steht's im Buch. Und wir können froh sein, dass er kein Lennix ist. Ein was? Ein Lennix. Das ist so eine kleine Vampirkartoffel, die dir deine Lebenskräfte aussaugt. Sie hat diese spitzen, kleinen Zähne. Ja, ja, sehr gut. Ich würde sagen, ein Monster reicht im Augenblick. Können wir ihn nicht einfach per Post zum Nordpol schicken oder ihn irgendwo im Meer versenken? Nein, der Besitzer stirbt, wenn er sein Gruhl weggibt. Keine so gute Idee. Ich bin der Besitzer. Ich habe ihn doch gefunden. So ein Pech. Naja, du hast ihn ja wieder ausgegraben. Aber ich habe ihn bei Mrs. Wenderhoff in der Schule gelassen. Du hast was? Zählt das auch schon? Die Antwort würde ich lieber nicht abwarten. Ich muss ihn von Mrs. Wenderhoff zurückholen. Mit Taschenlampen ausgerüstet, schlichen sich die Kinder in die Schule und es gelang ihnen unbemerkt, am Hausmeister vorbeizuschleichen. Dieser merkte nicht das Geringste, da er sich per Walkman mit Musik berieselte. You make me happy, my friend. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Er ist nicht da. Er muss da sein. Okay, ganz ruhig, Leute. Nicht den Kopf verlieren. Es ist besser, wir trennen uns. You'll never know, dear. Dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Kaugummi. Achtung! War darauf rücklings in Ohnmacht gefallen. Ist er tot? Nein, er atmet noch. Ich glaube, das Geräusch kenne ich. Wir müssen helfen. Ihr bleibt hier, okay? Ich glaube, es kam von da drüben. Ich werde mal nachsehen. Versuchten die Kinder, den noch immer bewusstlosen Hausmeister aus der Gefahrenzone zu schleppen. Was war das? Sein Walkman. Seht euch den Gruel an. Wie kommt denn das? Er schrumpft. Vielleicht mag er die Musik nicht. Ich auch nicht. Und warum gefällt sie ihm nicht? Na, weil sie zum Kotzen ist. Ja, aber warum ist sie zum Kotzen? Das ist so ein Gute-Laune-Quatsch. Das ist es. Der Gruel bringt Pech, daher mag er kein Glück. Und Musik macht glücklich. Los, mach die Musik lauter. Ich versuche ihn in den Käfig zu kriegen. Daniel? Daniel, was machst du denn da? Gar nichts. Er wächst schon wieder. Tu doch irgendwas. Na was denn? Sing ein Lied, Kate. Sing. Ich kann mich an keins erinnern. Naja, dann denk dir was aus. Was Schmalziges. Mein kleiner Gruli, du bist so wunderhübsch. Er ist blau. Du bist der tollste Mann, den ich je getroffen habe. Ja, mach ihn fertig. Super, Kate. Und ich liebe deine wunderschönen Augen. Alles an dir ist hübsch. Und was du immer mit deinen Haaren anstellst. Einfach entzückend. Und deine Haut hat so ein liebliches Gelb. Und wenn ich mal groß bin, will ich auch so ein Killerschwamm werden. Genau wie du. Was riecht denn hier so komisch? Das sind giftige Dämpfe. Er wächst wieder. Was ist hier los? Was macht ihr da? Passt auf, Kinder! Bleibt, wo ihr seid! Ich mach das schon. Ich habe alles unter Kontrolle. Mit einem Feuerlöscher bewaffnet, rückte der Hausmeister dem Monsterschwamm zu Leibe und schien damit tatsächlich Erfolg zu haben. Hey, es hat funktioniert! Sehr gut! Er ist total geschrumpft. Es war genauso, wie Carlo gesagt hat. Ich konnte den Gruel nicht loswerden. Er gehörte mir für immer und ewig. Also versuchte ich, das Beste daraus zu machen. Guten Morgen, Gruelchen. Was für ein wunderschöner Tag. Hier, mein Schatz. Viel Spaß beim Musikhören. Nicht ganz ohne Schadenfreude hatte Kate ihrem neuen Freund eine fröhliche Umgebung in Form eines bunt geschmückten Käfigs gebaut, in der dieser gefangen blieb und durch gute Laune im Zaum gehalten wurde. Killer! Da bist du ja endlich! Nun komm her!
her, komm schon. Na, du hast komm her, lass du mich schnuddeln. Sag mal, wo warst du denn los? Siehst du, ich hab dir doch gesagt, er kommt zurück. Und jetzt, meine Liebe, gibt's Frühstück. Sehr gut. Ja. Gut, Junge. Was war das? Was hast du mitgebracht? Was ist das? Bloß eine Kartoffel?